American woman, stay away from me. American woman, Funk Royal spielt auf der Wii. Wow, so und jetzt endlich mal mit über einer Stunde Aufnahme oder auf jeden Fall unbegrenzt Aufnahme. Also einfach, wenn ich Bock habe, kann ich aufhören, ohne zu schneiden. So, was machen wir? Wir machen erstmal nicht Schadensbegrenzung. Wir gucken uns erstmal hier um. Also okay, was geht ab? Nein, ich gucke erstmal auf die Karte und wir holen uns jetzt nämlich ein paar Geheimnisse. Nämlich das da und auf dem Weg dahin noch eins, hoffe ich. Wenn ich richtig liege. Aber nein, ich liege falsch. Oder? Liege ich richtig? Nein, ich liege falsch. Egal. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir vorher total übersehen haben. Oder auf jeden Fall, an die wir erst jetzt rankommen. Schön, schön, schön. Denn jetzt ist es mir egal, ich kann es einfach machen. La, wir fallen hier runter, mir egal. La, 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 hier gibt es keine Gegner mehr. Hoffe ich. Ach Gott, ich weiß es gar nicht. Egal. Auf jeden Fall, ja, schöne große Neuerung. Jetzt ist es schon ein paar Tage alt, wenn ich dieses Video hochlade. Aber jetzt gerade in dem Moment, wo es entdeckt wurde, ist es noch relativ bis sehr, sehr neu. Was ist nämlich so neu? Dass man jetzt einfach Videos von unbegrenzter Länge hochladen kann. Nicht jeder, noch nicht, aber es wird auf jeden Fall geschehen, dass bald jeder unbegrenzte lange Videos hochladen kann. Ist hier ein... Kann ich hier rein? Nein, es sieht nur so aus. Okay, es sah wirklich nur so aus. Hier auch nicht. Nein, es sieht halt alles einfach nur so aus. Das Spiel verarscht mich, ist mir scheißegal. Ah, herrlich. So, ja, was, muss ich dazu irgendwas groß sagen? Nein, es ist toll, YouTube hat endlich mal wieder was Gutes gemacht. Warum habe ich das gerade so ausgesprochen, als wenn ich besoffen wäre? Warum ist dieses Scheißvieh so scheiß hässlich? Ich hau einfach ab, ich habe Angst. Und wir fallen, wow, ich habe eine Abkürzung gefunden. Super, einfach weg hier. Lalalala, hier war nichts, hier ist nichts. Oh mein Gott, einfach durchrennen. Gott, wir müssen jetzt auch nicht so viel Zeit damit verschwenden. Nein, wir müssen auch nicht speichern. Nein, lieber Computer, nein, Adam. Nein, nein, no, 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 wow. So, und hier unten nämlich dahin fallen. So, und hier unten. Hallo? Ladevorgang. Jetzt geht die Tür auf. Ah, das habe ich eben gerade zum allerersten Mal gesehen. Sehr interessant. Allerhand interessant. Wie ein Elefant. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. Das ist von Fanta 4 auf jeden Fall. So. Und hier jetzt warten, dass keine kalte Luft rauskommt, sonst fallen wir da durch, weil kalte Luft pustet uns voll raus, aber wir sind voll durchgekommen und sind voll die Besten. So, und hier lang und da lang und überall, lalala. Ah, schön, hier dieses gefährliche Gebiet, wo jetzt absolut nichts mehr passiert. Hoffe ich. Scheiße, ich renne einfach durch. Lalalala, hier passiert mir nichts. Lala. Nein, nichts passiert. Hier auch nichts. Ah, oh, boah. Du Blödmann. Dafür musst du leider... Ja, ein wenig... Gut, jetzt wurde ich getroffen. Na toll, einfach nur, weil ich... böse sein wollte. Man darf hier nicht böse sein, das ist ja interessant. Sag mal, ich mache die Tiere jetzt gerade viel schneller tot als die Male zuvor. Wahnsinn, vielleicht, also vielleicht kann es wirklich einfach mal daran liegen, dass jetzt mittlerweile meine, Malefits, genau, dass einfach mal meine, Spielfähigkeit gestiegen ist, ja. Also vielleicht liegt es echt daran, ne, dass ich nun ein wenig besser spielen kann als vorher, sag ich mal. Aber jetzt kann ja nicht sein, ich weiß nicht, ist mir auch egal. Das Spiel macht einfach Mörderspaß und ich hoffe, das merkt man. Wenn man es nicht merkt, dann tut's mir leid, dann habt ihr irgendwie Humor mit einem Löffel gefressen, wo Löcher drin waren. So, bam, 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 da kommen wir nicht hoch, aber ich habe mir mein eigenes Video angesehen, ja, 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 und mir ist etwas aufgefallen, nämlich hupf, 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 erstmal euch wegmachen, da... Sind hier unten jetzt die Bösen? Nein, die sind nicht da. Hier. Ja. Gott, bin ich dumm gewesen. Gott, bin ich ein Assi. Aber es bringt ja gar nichts. Pff. Das ist also einfach nur ein Shortcut, oder wie ist das zu verstehen? Hä? Moment, nee, hier muss ja irgendwas sein. Das ist ja versteckt. Also, es ist wirklich versteckt. Bin ich bescheuert? Hä? Okay, gut, also ich hab halt entdeckt und da ist aber nix. Da ist aber... Nee, doch nicht. Da ist aber, also hier aber... Nee, doch nicht, ja, na, wie man's nimmt. Gucken wir uns halt dumm um. Warum kann sie sich da nicht... Ach, egal. Da um... Ich hasse sowas, das erinnert mich immer an Spinnen. Kann ich hier durch? Nein, nein. Gut, auf jeden Fall haben wir das eine Ding da nicht. Aber ach, ist mir jetzt auch egal, wir gehen hier einfach weiter und... Hoffentlich finden wir hier jetzt, also finden, ist ja untertrieben quasi, weil wir haben es ja schon gefunden. Hoffentlich schaffen wir hier jetzt einfach mal diesen Sprung zu dieser Mini-Pups-kleinen, verfickten Scheißhöhle. Ja, ich beleidige Sachen halt gerne, die nix, die sich nicht wehren können. Hier, diese kleine Höhle mit zwei Löchern, hahaha. Und, nein, und es war so knapp, aber ich musste ja unbedingt nochmal nach oben drücken, weil ich ja so super schlau bin, wenn ich spiele. Das ist der Wahnsinn. Ich halte im Kopf nicht aus, wie super schlau ich bin manchmal. Ja, ja, hoch hier. So, kann ja nur sich um Stunden handeln.
Kinder, ne? Also, wir stellen es hier hin. So, jetzt müsste direkt unter uns das Loch sein. Jetzt fallen wir so und... Ja! Nein, mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen. Reden, reden, reden. Schmeten, Paketen, Macheten. Yeah! Wuppdi-doo! Boom-Schakalaka. So, okay. Wunderbar, damit haben wir schon mal den ersten leuchtenden Punkt haben wir damit erreicht. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten leuchtenden Punkt irgendwie... Warum hältst du dich nicht fest, Hammers? Müssen wir nur noch irgendwie den zweiten leuchtenden Punkt bekommen. Und ich habe aber auch schon eine Idee, wie. Weil, wenn ich mich nicht recht irre, dann war es... Ja, hier habe ich mir aber auch geirrt. Das, ja, ach... Du musst nicht ausweichen. Nein. Ach komm, wir rennen hier einfach raus. Einfach weg hier. War es hier? Nein, hier war es noch nicht. Dahin ist die böse Raketentür, die gar nicht mal so böse ist. Ich nenne es Staffi. Ich nenne sie einfach nur böse, weil sie lässt sich nicht aufmachen, weil sie ziemlich böse ist. Haben wir hier oben irgendwas übersehen eigentlich? Nein, nein, nein. Okay, gut. Dupdi-dupdi-du. Es war in dem Raum da, wo Staffi am anderen Ende war. Und wir... angeschossen wurden von hinten von dem Ventilator-Dingsi. Genau hier. Wunderbar. Und jetzt müsste ich eigentlich... Mal gucken, ob es klappt, wenn ich jetzt einfach weiter renne. Jau! Ich weiß jetzt nur nicht... Ja, so machen wir es einfach mal nicht. Ah, hier. In dem Loch, nämlich... Nach gerade oben. Also da, wo ihr jetzt nicht seht, wo ich aber weiß, wie es ungefähr aussieht. Dahin. Moment, ich stelle mich mal besser hin. Und dann da rein. Ja, müsste klappen. Okay. Ab geht's! So, also einmal hier hin. Und jetzt umdrehen und jetzt rennen. Na mal gucken, na mal gucken, na mal gucken, na mal gucken. Na mal gucken. Jo, 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 jo! What? Scheiße! Verdammt! Aber auf jeden Fall, wir kommen so rein und wir schaffen es jetzt da irgendwie. Mal gucken, was das für ein Geheimnis sein wird. Na mal gucken. Und 1, 2, 3, letzte Chance! Vorbei! Halt dich fest! Yo! Perfekt, denn mehr Raketen heißt, mehr Raketen heißt! Leckerst! Mehr Raketen! Hüpf! Oh, man kann auf der anderen Seite wirklich weiter. Na, mal gucken, was wir hier entdecken. Dupdi-du! Aber bestimmt ein Tankbauteil oder so. Irgendwas Schmuckes. Was? Ach so, noch mehr. Was? Noch mehr Raketen? Wie viele Raketen gibt's in dem Spiel? Über 5. Auf jeden Fall, weil wir haben schon 40. Kann ich mich übrigens hier groß machen? Nein, kann ich nicht. Kann hier... Nee. Na gut, müssen wir uns hier halt so umgucken. Kann ich hier noch irgendwo rein, lang, irgendwie noch ein Geheimnis entdecken, neben den ganzen, ganzen, ganzen Geheimnissen, die ich jetzt schon ganz, ganz, ganz entdeckt habe? Hä? Sah das hier anders aus als das andere? Nein, das sah genauso aus. Ich bin einfach nur vorbeigezwitscht und dann fallen wir runter. So, haben wir jetzt das also alles und gehen den und dann müssen wir da hoch. Ja, ist jetzt ein kleiner Weg, aber den schaffen wir. Die drei Raketen, das war es mir wert. Ich habe ganz vergessen, wie es hier aussieht. Holla, die Waldfee. Ah, verdammt, ich habe auch vergessen, dass es hier mal Gegner gab. Aber egal, ich meine, wir haben jetzt 4 Energietanks. Oh, ist das schön. Also jetzt habe ich so ungefähr gar keine Angst mehr vor dem Spiel. Jetzt können hier auch alle Gegner kommen. Ja, genau, aber ich hau hier einfach ab. So, ich habe dich kurz angestunt und weg hier und weg hier. Ich muss ja nicht alles töten, weil wenn die Türen grün sind, kann man auch einfach mal so rausrennen. Ist gar nicht mal so doof, ne? Also, haben wir es gemacht. War ich in dem Raum hier wirklich schon mal vorher? Naja, ganz bestimmt. Und hi, Super Power Überbus Speed! Aber sie läuft ein bisschen so, als wenn sie unbedingt auf Klo müsste. Jetzt ganz schnell! Hibbel, hibbel, habbel, hobbel, hobbel! Klo, jetzt, hier und. Oh nein, ich muss die Tür öffnen und BAM! Schön. Also, sie macht so kleine Tippelschritte. Das sieht ziemlich süß aus bei Samus dann. Wenn die große böse Samus mit dem riesigen Raketenbooster, gleichzeitig Laserbooster am Arm, einfach mal Tippelschritte macht. Es hat schon was Süßes, ne? Aber jo. So, hier hoch. Warum habe ich den aufgeladen? Ich weiß es nicht, weil wir hier jetzt einfach reingehen. Und hier ist das böse große Augenvieh. Ich renne einfach vorbei. Wir müssen es einfach ansingen, dann wird mir nichts geschehen. Ich schieße da lang und dann kommt hier das und ich bin einfach ausgewichen wie... What the fuck? Lass mich los. Ich kann kaum hingucken, ist mir eklig. Renn vorbei, Samus. So, jetzt aber. Hey, was? Moment, was soll denn das? Lässt es mich auch mal irgendwann los in 800 Jahren? Warum macht das jetzt die Scheiße? Das hat's vorher nie gemacht! Hallo, loslassen, ist alles cool, ne? Ich mach mich zum Ball. Ich mach mich zum Ball. Nein! Ich hau mal ab aus dem Raum. Auf jeden Fall, wenn es mich anguckt, dann macht es das. Und jetzt guckst du nämlich hier hin und... Alter Falter. So, was soll die Scheiße? Warum komme ich hier jetzt auf einmal nicht mehr vorbei? Was soll denn das?
Ist das ein Dreck, ja? Vielleicht muss ich so machen, so und jetzt rennen. Und immer mal wieder weiter ein bisschen aufs Ballern, so, weil dann denkt es so, ach, da ist er ja. Und dann, jetzt guckt es mich nicht. Was zum Geier? Streitscheiß. Gut, ich gehe in die andere Richtung zurück. Ich hab's verstanden, kleiner Freund. Hauen wir einfach ab. So, Leute, da die Strecke ja überhaupt nicht weit war, gehen wir jetzt den ganzen Weg rückwärts. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll. Also beim ersten Mal hat es mit Singen geklappt und jetzt irgendwie hat er sich anscheinend die Ohren abgeschnitten wie... Oh mein Gott, bin ich jetzt total dämlich? Ich weiß gerade nicht, wie der Maler hieß, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Ich gehöre gerade irgendwie in eine Klapse oder so. Wow. Auf jeden Fall wie dieser eine berühmte Maler, der sich ein Ohr abgeschnitten hat, weil er eine grüne Fee gesehen hat, weil er Absinth getrunken hat. Weil da Wermut drin ist. Seht ihr, sowas weiß ich dann. Toll. Hallo? Ich weiß es nicht. Mein Gehirn ist wieder schockgefrostet. Hier, das ganze Eis hat es möglich gemacht. Und natürlich, weil ich gerade wieder aufnehme. Weil sich da mein Kopf eh denkt. Ne, ne, dich brauche ich gerade nicht. Tschüss, Gehirn. Puff. Was nu? Ladevorgang, weil gegen... Ja, klar, jetzt das Spiel rastet völlig aus. Ja. So, jetzt sind wir hier. Schön. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Freunde. Also wirklich nicht mehr allzu lange und dann sind wir auch mal irgendwann dann... Ah, lala, ich sollte mich jetzt möglichst selten treffen lassen. Ja, hier lang, genau. Und jetzt hier... Wow, der Stachelkopf folgt mir gut. I'm very surprised. So, hier haben wir auch alles... Und du, einfach nur weil du mich erschrocken hast, musst du sterben. So, boah. Eieieiei, erschreckt mich nie. Bitte nicht. Wenn ich eine Waffe dabei habe, dann schieße ich auf euch, ist klar. Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich bin so ein armer Schlucker und ich wohne in Berlin, habe keine Waffe. Ich bin ein leichtes Ziel. Obwohl, ich habe meine Hände und meine Fäuste. Die nix können. Na egal. Was hat hier gerade... Irgendwas hat hier gestampft. Ich hau einfach ab. Ich habe keinen Bock. Ich habe jetzt so wenig Energie. Ich bin hier gerade mit vier... Mit vollen... Wow, Energietanks. Ah, la 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 la. Lalalala. So, wir sind durchgekommen. Einfach singen hilft. So, wir laden mal unsere Energie auf. Data recording. Das hilft mir schneller. Schnarrele. So, was ist los? Die Weihnachtszeit rückt immer und immer näher und die Leute sind alle aus dem Häuschen. Selbst YouTube ist aus dem Häuschen und schenkt einfach allen Nicht-Partnern unendlich lange Uploads. Es ist der Wahnsinn. Die Massen spielen verrückt, tanzen auf den Dächern, zeigen sich gegenseitig ihre Pokémon-Karten. Ich habe noch welche. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Egal. So, hüpf rauf und hüpf dahin. Es ist auch schön, ich gucke mir auch gerne ja immer so andere Let's Player an, auch die empfohlen werden und auch die erfolgreichen und auch die unerfolgreichen. Ich gucke mir gerne alle an, aber ich hinterlasse keine Kommentare. Und ungefähr alle machen sehr gute Videos mit informativen Kommentaren. Ach, dafür war das Scheißloch. Ich hab's begriffen. Gut, mit informativen Kommentaren, so erzählen was über Spiel und erzählen alles Mögliche, was man darüber wissen muss und generell schlaue Sachen. Die wüssten zum Beispiel, wie der Typ hieß, der berühmte Künstler, / Maler, der sich ein Ohr abgeschnitten hat, weil er Absinth getrunken hat und dann eine grüne Fee gesehen hat. Warum weiß ich das nicht? Egal, ich weiß, dass es ihn gibt. Das ist doch schon mal was. What the fuck? Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Und bei meinen LPs ist es so, ich fülle die einfach mal mit total sinnlosen Schwachsinnsballaden. Ja, also ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Ich mache so das LP an und denk mir, ja, dann fang mal an zu labern, Gehirn. Ich schalte mich... Moment. Ach so, ja, hier oben ging's ja rein. Da komme ich nicht hin. Es ist doch jetzt zum Mäusemelken. Jetzt darf ich wieder den Weg da... Weil ich das hier nicht kaputt bekomme, oder wie? Weil ich hierfür eine Supermissile brauche. Das ist lustig. Das ist jetzt schon lustig. Moment, kann ich von hier aus dahin springen? Kann das bitte möglich sein? Nein, ist es nicht. Hast du wie Mario einen Dreiersprung drauf? Nee, hat sie nicht. Es kann einfach mal nicht. Ich muss den Weg jetzt echt nochmal gehen, weil das zu hoch ist für sie. Weil sie damals beim Sprungtraining geschlafen hat. Boah! Und nochmal den Weg zurück, Leute. Was für ein super spannendes LP. Das meine ich zum Beispiel. Alle anderen LPer hätten hier jetzt irgendwie noch einen Trick auf Lager und könnten euch Sachen erzählen. Aber nee, ich kann jetzt einfach nur davon erzählen, dass ich schon 3 Geschenke habe für Weihnachten. Ist es immerhin besser als gar nichts, sag ich mal. Also andere haben schon seit 5 Monaten Geschenke. Ja, aber... Ja, ich habe 3 Geschenke und
15 andere Geschenke, aber die habe ich mir alle selber geschenkt. Ich bin so toll zu Weihnachten. Denke ich mir einfach mal, ja, das Wohl anderer ist mir schon wichtig, aber das Wohl von mir selber ist mir auch wichtig. Ich mag mich so. Ah, scheiße. Ja, und fall doch einfach runter. So. Der fällt auch runter. Er hat auch meinen Befehl gehört. Das ist ein schlauer Stachelkops. So, meine Güte, dieses Gebiet kennen wir hier noch nicht. Was ist das denn? Sind das Eissäulen? Es sieht aus wie Eiswaffeln. Meine Güte, da ist aber die Vanillekugel geschmolzen obendrauf. Ich halte es im Kopf nicht aus. Okay, und weiter geht's mit Metroid. Also, wir befinden uns immer noch auf dem Weg zurück zu der Stelle, wo wir eigentlich das LP gestartet haben, weil wir einfach nur zurückgelatscht sind, um irgendwie drei Raketen aufzusammeln. Aber woher konnte ich das wissen, dass es drei Raketen sind? Und woher konnte ich wissen, dass auf einmal dieses schlimme, böse Augenbossmonster da auf einmal böse Augenbossmonster-Sachen macht? La 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 la, einfach ausweichen, la 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 la, es ist alles viel zu einfach hier. Mein Gott, dieses Spiel ist so poops easy. Ich wurde nicht einmal getroffen und hier bin ich auch ausgewichen. Ich bin so unglaublich lecker. So. Mal gucken, vielleicht... Nein, ich... Nee, dich schieße ich nicht an, Stampfi, kann ich ja eh nicht machen. Was? Samus? Was ist denn jetzt mit ihr? Das Spiel hat heute irgendwas gegen mich. Ich weiß es nicht, aber mir egal. So, vielleicht ist es wirklich eine Rätseltür. Also, schießen wir mal oben links zuerst an. Und es geht weg und dann kommt es wieder. Also, vielleicht müssen wir summern und dann summern und dann summern und dann summern und dann summern. Nein. Aber warum ist das jetzt hier rot? Moment. Das in der Mitte ist rot. Geh weg. So. Flobbele, flobbele. Hat gar nichts zu bedeuten. Gut, ich hab's kapiert. Ich hau einfach ab. Aber immerhin kommen wir jetzt wieder mit 4 Energietanks bei dem bösen Boss-Augenmonster-Boss-Gegner-Boss an. Ja, der mit seinem super coolen Special-Move einfach mal zum Kotzen ist. Ich hab keine Ahnung. Ich konnte ihn auch nicht ausweichen. Ich bin ja da dreimal hingerannt, hab dann was gedrückt und es bringt einfach nichts. Nö. Ich meine, klar, der greift mich ja auch von hinten. Also kann ich ja nicht sehen als Samus, also kann sie auch nicht so perfekt ausweichen. Aber naja, was soll's. So, ihr Was? Wow! Also was ich kann, können die Gegner auch einfach mal perfekt gekonnt ausweichen. Ich bin surprised. Und impressed. Meine Güte. Ja, ich bin imprägniert. So. Jetzt sind wir wieder hier an dieser tollen Stelle. Meine Güte. Hier kommen Stachelkops raus. Ich hab's mir jetzt endlich mal gemerkt. Und ich schieße jetzt schon mal so. Hier oben kommt dann auch welche. Wie bin ich dem gerade ausgewichen? Warum? Na okay. Eigenartig. Gutes Spiel. So, oi, den habe ich vorher nicht bemerkt. Jetzt sind wir hier und da ist noch nicht die schlimme Augenbossmonsterstelle, sondern die kommt dann also erst hier ein paar Gebiete später. Ja, ja, ihr könnt mich mal kreuzweise. So. Dupdi-dupdi-du. Also vielleicht sollte ich das Augenbossmonster auch nicht auf mich aufmerksam machen. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht soll ich einfach nur da durchrennen und gar nichts machen. Weil es ist ja ein Augenmonster und... Naja, nee, es ergibt alles keinen Sinn. Vielleicht soll ich mich nur langsam fortbewegen... Vielleicht macht das ja irgendwas, wo es mir dann sagt, jetzt kannst du dich bewegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden es jetzt gleich ausprobieren und ein paar Mal sterben. Vielleicht. Aber wie bin ich da beim ersten Mal da durchgekommen? Da habe ich was anderes gesungen. Vielleicht lag es echt daran. Warum kommst du jetzt hier nicht hoch? Meine Güte. So, hops, hops und hops. So, hier sind wir. Jetzt gucken wir mal. Machst du irgendwie mehrere Sachen? Du machst dann so und schießt. Ja, du bist halt sehr lustig. Also auf jeden Fall hat er mich jetzt schon im Visier, eindeutig. Euch kann ich nicht abknallen. Nein. Es ist wirklich ein sehr lustiger Kampf, wie ich finde. Also da haben sich die Entwickler ganz viel gedacht. Ich kann euch nicht abknallen. Wallalalala! Boi. So, und wenn ich jetzt hier einfach die ganze Zeit schieße, dann passiert hier gleich irgendwas und... Meine Batterie ist gleich leer? Wie kann ich das verstehen? Warum bin ich hier jetzt durchgekommen? Warum ist meine Batterie gleich leer? Was soll denn der Rotz? Ich habe es gerade eben aufgeladen. Und volle Kanne. Moment. Wir werden mal kurz mein Menü sehen. Na also komm, ich habe noch 2 Balken, also bitte. Also. Gut. Lassen wir das. So, wir sind durchgekommen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Batterieanzeige daran schuld war. Wenn ja, ich danke dir, liebe Batterieanzeige. So, hier sind wir. Ich muss da oben hin. Alles klar. Ich habe es begriffen. Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Eigentlich dürfte ich das jetzt hinbekommen. Ich habe eigentlich jetzt nochmal im Video selber nachgeguckt und habe selber begriffen, wie es geht. Oh Gott, schaffen wir das? Jau! Ich bin gleich so ein perfekt gesprungenes Dingsbums gemacht haben tun anbei. Ja, auf jeden Fall speichern. Gut, ich nehme einfach weiter auf, weil es ist jetzt ja scheißegal, wie lange meine Videos sind. YouTube ist klasse.
Und ich auch. So, musste mal gesagt sein, weil viele begreifen das. Offensichtlich nicht. Wollte der mir gerade widersprechen wegen der Aussage, die ich gemacht habe, weil ich einfach mal mir selber gesagt habe, dass ich gar nicht mal so doof bin? Böser Stachelkops. Ganz böse. So, hier kommt wieder das schlimme Augenboss-Monster-Viech. Ja. Ey, diese... Ey, die Florfliege oder Obstfliege von letztem Mal lebt noch, Leute. Ja, ich bringe Tiere nicht einfach so um. Manchmal schon. Also kleine, eklige Insekten. Ja, und Spinnen sind keine Insekten. Ich weiß, la la la, bla bla bla. Gab's hier irgendwo noch so ein Tier, was sich irgendwo hier festgehalten hat? 1, 2, 3, 8. Ach, da oben. So und so. Jetzt ist meine Batterie noch leerer. Was ist denn du los? Hab ich Magnethände? Also, ja, und ja, genau, Samus. Da. So, beim ersten Mal ist doch prima geklappt. So, warum nicht jetzt? Perfekt, danke. Roll dich auf die Seite. So. So, was? Ach so, es ist schon ausgefahren. Okay, gut. La 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 la. Eine, neine, neine, neine. Nee, ich hasse die Werbung. Und was habe ich denn jetzt gemacht? Gut, schön gemacht, Samus. Können wir da jetzt schon ruf? Nein, können wir noch nicht. Also müssen wir noch ein Stückele warten und dann ist alles im Buddele. Stückele und Buddele, das macht mich doch ganz zuckerle. Und festhalten. Jetzt darf mich dieses Scheißviech nur nicht erwischen, weil ich renne jetzt einfach nur vorbei wie ein geklonter? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen will. Ich bin einfach total perplex. So. Geklont. Ist klar, Funk. So. Nicht festhalten. Das ist auch ganz klar. Samus, run! Jetzt festhalten, genau. Und einmal warten. Einmal. Oh Gott, da ist ein Stachelkopf. Weg da. Weg da, weg da, weg da. Ich muss den Stachelkopf erwischen und dann ganz schnell abspringen. Stachelkopf, wo bist du? Da. Achso, den brauche ich gar nicht. Da. Danke. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Was für ein Heckmeck. So, und jetzt hier lang rennen und dann sind wir auch gleich schon bald wieder an der Stelle, wo wir dieses lustige, illustre, sehr, sehr schöne LP gestartet haben. Nur noch, ach genau, diesen Raum hier durchqueren, dann den nächsten Raum. Jetzt muss ich nämlich mit, wow, mit Vollspeed da angerannt kommen und dann rüberspringen, dann haben wir es auch schon geschafft. Und High Power Überboost Speed! Was hat sie jetzt gemacht? Was ist denn bei dir nach vorne und nach links? Okay, Samus. Vielleicht ist sie auch ein bisschen besoffen. Wir sollten mal so einen Alkoholtest an ihr vollführen. Das war jetzt echt eigenartig, was sie gemacht hat. Komisch. Aber vielleicht liegt es auch daran, wie ich meine eigene Wiimote halte. Man weiß es nicht. Man kennt nur Gerüchte. Man munkelt. Ey, die Batterie, das kann nicht sein. Ich wechsle gleich meine Wii-Steuerung. Das kann echt nicht sein. Eigenartig. Bam! Motherfucker! So. Okay. Nein. Ich dachte, hier wäre schon der Speicherraum, aber ist er offensichtlich nicht, weil er kommt. Jetzt! Jetzt speichern wir ab und dann wechsle ich einfach mal ganz fix meine Wii-Steuerung. Und währenddessen könnt ihr einfach dranbleiben, weil vielleicht passiert hier irgendwas Schönes. Perfect successful. So, jetzt werden wir gleich sehen, wie ich die eine Wii-Besteuerung, genau, die eine Wii-Besteuerung, Steuerung, ausmache. Zack! Oh, wir haben die Connection verloren. Doch, genau. Super. Und dafür jetzt die andere anmache. So. Und hier gucken wir erstmal, wie viel Batterie wir haben. 3. Das wird jeden Moment noch niedriger. Ich könnte jetzt kotzen, wenn ich das LP frühzeitig beenden muss, weil... Ach Gott, wir gehen jetzt ja auf einmal weiter und wir sehen schon einen Gegner. Ist es wieder Stampfi? Nee, es ist ein Ent. Es klingt nach einem Ent. Entipopenti, wo ist mein Enti? Entchen! Hallo Ent. Oh, Moment. Ja, ich... Wollalalala. Ich kann hier hoch? Aha, kann ich jetzt... Ah ne, okay, also... Er dreht sich ja manchmal um. Moment, vielleicht kriegen wir das ja hin. Bam! Und... Okay, Moment. Das wegballern. Ja, die Dinger hier immer wegschießen. Und... Gut, dann machen wir es halt anders. Bam! Treffer! Und... Bam! Treffer! Und jetzt von hier. Genau. Ha! Richte dich auf, Freund. Nein, dann nicht. Gut, der ist nicht mein Freund. Der ist böse. Das abknallen und darauf. Das war kein Treffer. Das war... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wallala, ey, weg mit euch. Aber vielleicht hätte ich wirklich von der anderen Stelle schon auf ihn... Warum haut er denn vor mir ab? Das ist ein riesiger Baum. Und er rennt vor mir weg. Der ist echt lustig, der Kleine. Ja, die Rakete prallt daran ab. Was will er da? Passiert da irgendein Event? Mal gucken. Bringen wir ihn da erstmal um.
Oder so ähnlich. Oder auch nicht. So, mal kurz wegmachen. Und so. Und so. Danke. Lalala, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt. Jetzt ist er hingefallen. Oh, er hat sich umgedreht. Wunderbar. Jetzt, ja, ist er viel zu... Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Was soll das denn? Oh, End. Mein kleiner Endfreund. Ja, ich kann ihn vielleicht irgendwie auf eine total coole Art und Weise besiegen, aber die will einfach nicht kommen. Nee, die denkt sich die Art so, nö, heute nicht. Schieße ich gerade in den Schnee rein oder schieße ich ihn doch schon an? Ah, ich weiß nicht. Wallalalala. Bah, das war knapp. Jetzt geht er... Jetzt ist er tot. Nein, er lebt noch. Okay. Pff. So, jetzt schieße ich dich einfach so an. Ist mir jetzt egal, weil es dauert ewig, bis er da zurückkommen würde, auch wenn ich jetzt eine coole Zwischensequenz verpasse. Er ist tot, Freunde der Nacht. Pluff. Nein, er hat sich selber in Schnee eingebuddelt. Ist er doof. Und es... Natürlich. Die ganze Zeit trampelt er herum, aber nur bei seiner letzten Todesbewegung fällt alles in sich zusammen. Natürlich. Laden wir uns mal auf und gucken uns ein bisschen um. Was zum Geier ist das? Ist es ein riesiges Skelett? Oh mein Gott! Es ist ein riesiges Skelett. Was leuchtet da hinten? Ich habe ein wenig Angst. Wobei ein wenig zu ersetzen ist mit... total viel. Oh mein Gott. Das ist alles hier Skelett, Skelett. Was war das für ein riesiges Biest? Krayt? Hat ein bisschen was von Krayt, oder? Also von der Größe her. Könnte es Krayt sein aus dem ersten Metroid, dann aus Super Metroid und Metroid 2 auf dem Game Boy kam man nicht vor, nein. Okay, ich will wissen, was die Sonne da hinten soll. Ich kapier sie nicht. Und was ist das daneben? Noch ein Skelett? Gibt's da irgendwie ein Geheimarchiv von... Boah, das ist sowas wie hier der Mammutfriedhof. Da wo alle großen, bösen Bestien sich hinziehen, um zu sterben. Ja. Also Mammuts sind jetzt nicht groß und böse, aber... Oder Elefantenfriedhof, wie man das halt nennt. Moment, da ist ein Geheimnis. Da... Was zum... Was ist das? Und da ist ein Geheimnis in jedem Fall, aber was ist das? Bewegt es sich? Moment. Nee, tut's nicht. Okay. Dann gehen wir mal hin. Ja. Special Cutscene. Ach du Scheiße. Oh Gott, bitte erwach nicht zu leben. Oh, danke. Und irgendwas beobachtet mich natürlich. Oh! Madeleine Bergmann! Ich töte dich, Madeleine! So, sie hat mir aus dem Fenster hier angeschaut. Komm hervor! Was? Sie hat mich gar nicht angeschaut. Sie ist hinter mir! Ruah! Nee, auch nicht. Oh, schönes Skelett. Sieht natürlich cool aus. Da ist die schöne Sonne, die auch cool aussieht oder sowas ähnliches. Das ist Maurice! Böhm, Madeleine Bergmann! Was haben Sie nur mit Maurice gemacht? Ja, ich will ihn aber... Genau so. Okay, wo ist sie dann? Vielleicht muss ich aufladen. Okay, hier drüber vielleicht. Da gibt es ja auch nochmal so Fenster. Nein. Hä, bin ich bekloppt? Sie hat mich doch aus dem Fenster angeschaut. Sind hier unten Fenster? Was zum Geil... Ja! In dem Metallzwischenraum. Da muss ich hin. Okay, gut. Boah, das hat was von Silent Hill oder sowas. Einfach Leute, die immer wegrennen, nichts sagen. Sowas mag ich ja. Okay. Maurice! Du warst mir der Liebste von allen. Nein, eigentlich Keiji. Aber ich sag das jetzt nur, um deiner toten Seele irgendwie was Gutes noch zu tun. Maurice, du bist viel zu früh von uns gegangen. Dupdi-dupdi-du. Ein Geheimnis. Alles ist wieder okay. Der Tod von Maurice ist vergessen und vergeben. Denn wir haben einen Schnelllader. Bupdi-bupdi-bup. Deine Beams werden nun schneller aufgeladen. So, zur Unterhaltung gucke ich jetzt nochmal hier. Okay, wir haben 3. Gut. Das heißt, das aufgeladene Ding ist ein... ist nischt wert. Dafür ist... Was ist mit der Musik? Ich möchte erstmal der Musik lauschen, Leute. Tut mir leid. Da ist nämlich Bass dabei. Guck mal, wie sie läuft. Entschuldigung. Das sieht ein bisschen technomäßig aus, aber so. Ich bin eine alte Dame. Hilf mir über die Straße. Ich bin Samus Oma. So, wir gucken mal hier raus.
Und genau, hier stand sie also, die Madeleine. Vielleicht hat sie irgendwas fallen lassen. Ihren Tampon, eine Visitenkarte, irgendwas. Aber nee, hat sie nicht. Die ist viel zu schlau für diese Welt. Toll. Boah, ey, die Musik ist... Und die wird ein bisschen lauter oder schneller, je weiter ich hier vorgehe. Was haben wir hier? Da brauche ich eine Supermissile. Naja, aber wir probieren es trotzdem. Und einfach nach links abgeprallt. Tolles Abprallsystem. Gefällt mir gut. So, gehen wir... Ach du Scheiße. Materiallager? Okay. Was für Materialien haben wir hier denn? Hasch, Koks, Gummibärchen. Was ist das? Normale Missile. Hm? Okay. Werde ich dann gleich machen, weil ich bin hier vor einer Glaswand. Oh. Aha. Gibt's da hinten was? Moment, wir gucken erstmal dahin. Dabdi-dabdi-da. Madeleine Bergmann ist mir so egal. Denn wir gucken in den Lüftungsschacht und suchen nach Asbestsäure. Nach Asbesten. Asbestsäure. Naja. Was es nicht gibt, kann es noch geben. Hm, fertig. Bei unserer Welt weiß man nie. So, okay. Also auf jeden Fall muss ich jetzt hier anscheinend die Treppe runter. Ich guck nochmal hier. Oh, dido, kleine Kinder im Lüftungsschacht. Kommt raus. Ich bin's, Michael Jackson. Entschuldigung. Der musste sein. So. Ach, hier sind mehrere Kisten mit sowas. Okay. Heißt das, ich habe mehrere Raketen? Oder kommt hier im Bosskampf und das sind einfach nur kleine Heildinger? Aber es gibt keine Heildinger. Warum sind hier X'e? Das ist eigenartig. Okay, okay. Pff. Ich will die auch nicht töten, jetzt die letzte Fluchtfliege. Hm? Die flieht nämlich immer. Ah, ich kann hier zwischen die Zwischenräume schauen. Ein Zwischenraum zum Hindurchzuschauen. Oh, Madeleinchen! Madeleine, was los? Hä? Warum haut Madeleine ab? Ach du Scheiße, kann ich schießen? Nee, kann ich nicht. Okay, gut, da muss ich also erstmal keine Angst haben. Dup, di, dup. Okay. Genau, um dich zu penetrieren, zu deflorieren. Komm her, deine Defloration hat begonnen. Lauf nicht weg, ich bin schneller als du in meinem Entenwatschelgang. Ich betreibe Nordic Walking und werde dich kriegen. Verdammt, wieso kann sie rennen? Was? Nein, wir sind nicht so. Ich bin gar nicht mal so richtig von der Galaktischen Föderation. Ich bin in eigener Arbeit hier. Ich komme auf Planeten, um sie schwanger zu machen. Was? What the? Wer war das? Ich kann es ja nicht erkennen. Schöne Spange. Hi, Madeleinchen. Ja, oh, lauf gegen die Wand, da krieg ich dich nicht. Ich bin auch eine Frau. Ich verstehe deine Probleme. Das haben wir alle einmal pro Monat. Ach du Scheiße. Ein Roboter? What the fuck? Das war knapp. Wer ist das? Du Scheiße, ist das geil. Wir haben Verräter. Wie cool finde ich das denn? Oh, was sie alles drauf hat. Ja, okay. Ich muss ihn besiegen, damit ich den Verräter also entlarven kann. Alter Schwede! Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Schön. Oh, okay. So, aber dann doch nicht. Wow. Solche Laserstrahlen kenne ich irgendwoher, aber ich überlege gerade nur woher, aber mir fällt es einfach auf. Gerate wohl nicht ein. Boah, Wahnsinn. Wow, die wurde doch noch getroffen. Wahnsinn, also das ist hier so ein, ja, Kranbagger nicht, aber hier so ein Mann, Transport. Oh, ja, bleibt mal kurz stehen. Moment. Okay, wir haben. Haben wir ihn erwischt? Aber nee, er hat mich volle Kanne überrollt. Ah, okay. Birds! Okay, mir wurde gesagt, ich solle darauf zulaufen, wenn ich Sachen einfriere. Schön, dass ich höre auf, meine lieben Abonnenten. Ja. Wow, wie kann sie ausweichen? Sie ist ja so geil, dieser Mus... Boah! So, ich laufe jetzt mal darauf zu. Ja! Ja, lauf darauf zu, Frank Royal. Das hilft dir vielleicht. Nicht.
Fuck, wie kann ich das abwehren? Das hat mir voll viel abgezogen. Er ist voll böse. Er ist voll nicht mein Freund. Weg mit dem Arm. So. Mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt hast du neue Attacken. Natürlich eine Schreddermaschine. Eigens für diesen Zweck eingebaut. Und du verfehlst ein wenig das Ziel, mein Freund. Hier bin ich. What the fuck? Du kannst ja so gut rückwärts fahren. Er hat nicht mal einen Rückwärtsspiegel. Woher weiß er immer, wo ich bin? Eigenartig. Vielleicht eine Sense-Fähigkeit. Irgendwas. Bam. Du bist jetzt ein bisschen schlechter geworden. Nein, du bist ein bisschen besser geworden. Ich hab's einfach nur... Ja, wie soll ich denn da rankommen? Du bist lustig. Was ist jetzt? Gut, es bringt nichts so. Sorry. Oh, scheiße. Gut, 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 gut. Uiuiuiuiui. Ja, ich habe ein bisschen Fehler gebaut, ich weiß. Aber es stand direkt hinter der Kiste, deswegen konnte ich da nichts machen. Wirklich, Leute. Also, ich verscheiße euch jetzt nicht. Oh, jetzt brauche ich ja ewig, um das wieder einzufrieren. Nicht lustig. Es braucht wirklich ewig. Wow, ausweichen, anschießen. Und schießen. Gut, jetzt ist es eingefroren. Jetzt kann ich es machen. Komm her. Was ist das? Vielleicht soll ich das anschießen? Moment. Ja. Okay, und nochmal. Oh, das zieht voll viel Energie ab. Super. Okay, und weg hier. La 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 la. Weiyeyeyeyey. Weiye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 y
Vielleicht. Hm, da ist eine Lücke, aber da kann man nicht mal reinschießen. Also wird man da nichts erreichen können. Kann ich hier durchschießen? Ja, man kann da durchschießen. Also komme ich da vielleicht ja rein. Hm. Das sind alles Fragen über Fragen. Ich weiß keine Antworten. Eigentlich müsste ich weitergehen, aber ich will halt jetzt unbedingt da hinten dieses Geheimnis bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich es überhaupt bekommen kann. Offensichtlich nicht. Vielleicht irgendeine dieser Kisten, die ein Geheimnis birgt. Nein, hier hinter ist eine Tür. Hm, eigenartig. Vielleicht kann man Kisten schieben. Nein, wir sind super stark, wir haben ein Exoskelett an, aber es bringt nichts. Nun ja, Samus, da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten. Ein bisschen weniger Frau, ein bisschen mehr Funk. So, gibt's hier oben einen anderen Weg? Offensichtlich nicht. What the fuck? Boom. Okay. Ich knall die Dinger einfach mal ab, vielleicht passiert ja irgendwas. Ah, was ist das? Was ist das? Leck mich! Nein! Warum? Es wird doch verschwunden sein bis zum nächsten Mal oder so, dass sich dann einfach das Teil denkt. Moment mal. Ja? Blick. Nein, okay, aber das Teil hier, weil das ist so komisch mittig. Da kann ich nicht mal hin. Wie lustig ist das denn? Okay, da kann ich auch nicht hin. Und den Sprung schafft Samus nicht. Nein, ganz klar. Gut, wir können es vergessen. Ich gehe einfach weg hier. Ja, irgendeiner wird mir jetzt schreiben, Mann, Funk, es war so offensichtlich, du musst bliblablub. Aber ich kenne bliblablub nicht, also. Ach ja, Madeleine Bergmann ist hier auch so hochgesprungen, oder wie? Es gibt keinen Fahrstuhl. Wo ist Madeleine Bergmann? Madeleine Bergmann. Die Frau, die alles kann. So. Nein. Okay, was haben wir da? Es ist natürlich ein Tankbauteil. Von allen Dingen auf dieser Welt, die ich brauche, liegt das da. Klasse. So eine Scheiße. Nee, komm hier offensichtlich noch nicht durch. Ich muss halt von der anderen Seite rennen. Was ist das? Da ist eine Tür, aber da... Nee, bringt auch nichts. Gut.